Kriege mögen andere führen. Du, glückliches Österreich, heirate. Mit diesem, dem römischen Dichter Ovid entlehnten Motto, stiegen die Habsburger im 16. Jahrhundert zu einer der mächtigsten Familien der Welt auf. Über Hochzeiten gelangten sie in den Besitz von Teilen Burgunds, der Niederlande, Böhmens, Ungarns und begründeten das spanische Weltreich, in dem die Sonne niemals unterging. Der Verfall der Habsburger hatte europaweit eine große Bedeutung, denn damit erlosch auch die Bedeutung des spanischen Weltreiches. Als der erste Bourbonenkönig, Felipe V., 1700 den Thron bestieg, lag das Land wirtschaftlich am Boden. Die Erinnerung an die einstige Größe lastet bis heute im kollektiven Gedächtnis. Man kann sich nicht einmal über die Geburtsstunde des spanischen Volkes einigen. Vor Jahren erklärte der ehemalige spanische Regierungschef José María Aznar die Zeit des Westgotenreiches, also das 7. und 8. Jahrhundert, zum Beginn der spanischen Nation. Andere legten sie auf das Ende des 15. Jahrhunderts fest, als Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien heirateten und ihre Dynastie begründeten. Der Historiker José Álvarez Junco winkt ab. Das war nicht die Geburtsstunde der spanischen Nation. Das war schlicht die Vereinigung zweier Monarchien. Ein Staat, der die gesamte iberische Halbinsel mit Ausnahme Portugals umfasste. In diesen Grenzen ist er tatsächlich einer der stabilsten Staaten der Welt, mehr als 500 Jahre alt. Aber das war damals keine Nation. Das war eine komplexe Monarchie aus unterschiedlichen Königreichen, aber mit einem einzigen Regentenpaar. Das war eine politische Einheit, keine emotionale Gemeinschaft und keine Nation. Diese Aussage scheint sich auch durch den fehlenden Text der spanischen Hymne zu bestätigen. Jeder kennt doch das Bild. Die deutsche Nationalmannschaft tritt zu einem Länderspiel an und viele Fans singen die Nationalhymne mit. Anders in Spanien. Ihre Hymne hat offiziell keinen Text. Inoffiziell wurden ihr allerdings häufig Texte unterlegt, die oft große Popularität erlangten. Eine der Erklärungen für den fehlenden Text ist die bis heute andauernde Zersplitterung Spaniens. Katalonien und das Baskenland stehen der spanischen Krone kritisch gegenüber und blocken verschiedene Vorstöße einer Textfindung. Denn die Spanier machen knapp 75% der Bevölkerung aus und der Rest besteht aus Katalanen 17%, Galiziern 6,5%, Basken 1,5% sowie anderen Ethnien. Zu den letzteren zählen unter anderem die Gitanos oder Roma, die bereits im 16. Jahrhundert nach Spanien einwanderten. Wer also sind die Spanier? Über ihre Herkunft, Genetik und vieles mehr werde ich euch im heutigen Video erzählen. Wie kam Spanien zu seinem Namen? Das geschah folgendermaßen. Die Phönizier, die um 1100 vor Christus begannen, Handelsstationen und Städte im Gebiet des heutigen Andalusiens zu errichten, begegneten auf ihren Feld- und Handelszügen überall hoppelnden Tierchen, die sie nicht kannten und die es damals nur auf der iberischen Halbinsel gab. Sie ähnelten dem Klippschliefer, einem Nagetier, das die Phönizier aus ihrer Heimatregion im heutigen Libanon kannten. Die Ankömmlinge machten keine großen Umstände und nannten das Land nach dem Klippschliefer, der in ihrer semitischen Sprache Chipan genannt wurde. Und daraus wurde Ishipanim, das Land der Klippschliefer, was im Lateinischen Hispania und schließlich España sich abschlief. Diese sprachliche Nachlässigkeit zahlte den Phöniziern im 16. Jahrhundert ein gewisser Martin Luther heim, der in der Vorrede seiner Bibelübersetzung die Klippschliefer wieder zu Kaninchen machte, weil man sie im Gegensatz zu Klippschliefern in Europa bereits kannte. Und so wurde Spanien gewissermaßen das Land der Kaninchen. Um die Themen für meine Videos zu bearbeiten, komme ich nicht umhin, auf die Literatur in verschiedenen Sprachen zuzugreifen. Um die Bücher im Original zu lesen, brauche ich natürlich solide Sprachkenntnisse. Aber was, wenn im Alltag die Zeit fehlt, regelmäßig Grammatik zu üben oder Vokabeln zu pauken? Eine Lösung für mich bieten die Online-Kurse von Rosetta Stone. Denn hier wird die Methode nachgeahmt, mit der Kinder ihre Muttersprache lernen, und zwar anhand der alltäglichen Auseinandersetzung mit der Sprache, ganz intuitiv. Die Begriffe werden vorgesprochen und Bildern zugeordnet. Und im nächsten Schritt wird das mit ähnlichen Bildern wiederholt. Un Hotel. Un Hotel. Außerdem hilft mir die App durch die Aussprache-Erkennungstechnologie,
einen ganz natürlichen Satzrhythmus sowie die richtige Betonung zu finden. Du kannst mit Rosetta Stone zeitlich unbegrenzt auf 25 Sprachen auf jedem deiner Geräte zugreifen, auch ohne eine Internetverbindung. Lerne lebenslang deine Lieblingssprachen, in deinem eigenen Tempo und risikofrei. Denn bei Nichtgefallen gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Geh auf den Link und spare fast 50%. Die Römer aber machten sich ihre hohe Fertilitätsrate zunutze. Sie führten sie in Käfigen hinter ihren Legionen her und hatten einen sich selbst reproduzierenden Fleischproviant bei ihren Feldzügen mit dabei. Es gibt aber auch eine andere Version zur Herkunft des Ethnonyms. Manche Forscher meinen, dass das auf den phönizischen Namen des Gebietes Ismia, der Ort, an dem Metalle geschmiedet werden, oder auf das iberische Wort Hispalis, die Stadt des Abendlandes, zurückgehen könnte. Die iberische Halbinsel gilt als Sonderfall in der Geschichte Europas aufgrund ihres einzigartigen Klimas und ihrer Lage am äußersten Rand des Kontinents. Während der letzten Eiszeit blieb die Region relativ warm, sodass Pflanzen und Tiere und möglicherweise auch Menschen, die sich aus einem Großteil des übrigen Europas zurückziehen mussten, dort weiterleben konnten. Auch das zerklüftete Gelände, die Position an der Mittelmeerküste und die Nähe zu Nordafrika machte die iberische Halbinsel in den letzten 8000 Jahren im Vergleich zu anderen Teilen Europas einzigartig in ihren Wechselwirkungen mit anderen Regionen. Der genetische Ursprung der Spanier kann heutzutage ermittelt werden. Die Haplogruppen väterlicherseits sind R1b zu 69%, J2 zu 8%, E1b1b 7%, I2a mit 4,5%, G mit 3%, T mit 2,5%, R1a mit 2%, J1 mit 1,5%, I1 mit 1,5% und I2b mit 1%. Wie man sieht, ist der Großteil der spanischen Genetik indoeuropäisch. Man geht davon aus, dass sie keltischen Ursprungs sind und später in geringem Maße von der römischen Genetik beeinflusst wurden. Die Römer hinterließen bis zu 15% der Y-DNA, wobei der Anteil an der Mittelmeerküste, in Andalusien und Extremadura höher ist. Germanische männliche Linien machen heute etwa 4% aus, mit den höchsten Werten bis zu 10% im Nordwesten und in Katalonien. Die Spanier weisen auch regional unterschiedliche Anteile afrikanischer Genetik auf, was auf eine Vermischung mit nordwestafrikanischen Völkern zwischen 860 bis 1120 zurückzuführen ist. Die bei Spaniern absolut dominierende Haplogruppe R1b hat sich vor etwa 25.000 Jahren von R1a abgespalten. Der wahrscheinlichste Ort dafür war Zentralasien, rund um das heutige Kaspische Meer, das erst nach der letzten Eiszeit zu einem Meer wurde, als die Eiskappen über das Territorium des heutigen Westrusslands schmolzen. Nach der Entstehung des Kaspischen Meeres landeten die nomadischen Jäger und Sammler auf seiner grüneren, kaukaso-anatolischen Seite, wo sie Kühe, Schweine, Ziegen und Schafe domestizierten. Später wanderten Teile des R1b-Stammes durch den Kaukasus, um die ausgedehnten Grünlandflächen für ihre Herden zu nutzen. Ab 3500 v. Chr. Migrierte die überwiegende Mehrheit der R1b entlang der Schwarzmeerküste zum Balkan, wo sie sich mit Alteuropäern vermischten. Die R1b-Eindringlinge nahmen Frauen aus der Region als Ehefrauen und Konkubinen, wodurch neue, gemischte Ethnien entstanden. Die Sprache entwickelte sich in Folge, als Lehnwörter aus den Sprachen der Alteuropäern genommen wurden. Diese neue ethnische und sprachliche Einheit könnte man als das Proto-Italo-Kelto-Germanische Volk bezeichnen. Das Gebiet, das in der Antike keltisch sprach, umfasste Regionen, die zu R1b S116, also der Proto-Italo-Keltischen Haplogruppe, gehörten. Die Migration von R1b nach Westeuropa muss mit der Verbreitung der Bronzezeit in Frankreich, Belgien, Großbritannien und Irland um 2100 v. Chr. Geschehen sein. Eine Migration, die mit der Untergruppe R1b L21 verbunden ist. Eine zweite Migration fand um 1800 v. Chr. Nach Südwestfrankreich und Iberia statt und ist mit R1b DF27 assoziiert. Diese zwei Zweige werden als keltisch betrachtet, aber wegen ihrer frühen Trennung
sind sie unterschiedlicher als die späteren italischen und kontinentalen keltischen Zweige, beide R1b U152. Soweit dazu, wie R1b in die Genetik der Spanier kam. Widmen wir uns nun ihrer mütterlichen genetischen Linie. Sie ist hauptsächlich neolithischen und mesolithischen Ursprungs. Die Haplogruppen H1, H3, HV0, K1a, J1c, J2a1, J2b1a, T2, U5b, V und X, die im Baskenland oder Asturien mehr als 80% und in anderen Regionen mehr als 50% der mütterlichen DNA ausmachen. Dass die mütterliche und väterliche Genetik der Spanier so unterschiedlich ist, liegt nach dem Wissenschaftler Matthias Jakobson an Eroberungen von außen. Es wird angenommen, dass das Gebiet des heutigen Spaniens in der Vergangenheit durch Gebirgsketten und Gletscher vom übrigen Europa abgeschnitten war. Dies machte Iberien zu einem Zufluchtsort für viele Gruppen von Urmenschen. So lebten beispielsweise Neandertaler dort mehrere 10.000 Jahre länger als im übrigen Eurasien. Es hieß lange Zeit, dass die Nachkommen der ersten Jäger und Sammler, die vor 40.000 Jahren auf den Subkontinent vordrangen, die Invasion der Steppenvölker überlebten und ihre Spuren in der DNA der Bewohner der Halbinsel hinterlassen konnten. Dafür spricht auch die Existenz der Basken, die eine andere Sprache als indoeuropäisch haben. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Befürworter der Isolationstheorie teilweise falsch lagen. Die Bewohner der Iberischen Halbinsel erlebten zwei genetische Invasionen. Beim ersten Mal, vor ca. 13.000 Jahren, wurde eine Gruppe von Jägern und Sammlern von einer anderen Gemeinschaft verdrängt, die aus der Richtung des heutigen Frankreichs kam. Es scheint sich dabei um eine innereuropäische Wanderung gehandelt zu haben. Die zweite Invasion fand in der Zeit von 5000 bis 4000 vor Christus statt. Damals kamen indoeuropäische Stämme über die Berge, nachdem sie einen weiten Weg von der Schwarzmeerregion und dem Kaspischen Meer zurückgelegt hatten. Allerdings wirkte sich dieses Ereignis auf Männer und Frauen unterschiedlich aus. Die Einwanderer verdrängten die einheimischen Männer vollständig, während die Frauen die Hälfte des genetischen Erbes behielten. Die Wissenschaftler wissen nicht, worauf diese Geschlechtsunterschiede zurückzuführen sind. Sie argumentieren, dass dies nicht unbedingt auf einen militärischen Konflikt, also die Massenvernichtung einheimischer Männer, zurückzuführen ist. Vielleicht zogen es die Frauen einfach vor, Beziehungen mit den Migranten einzugehen. Interessant ist auch, dass die fremden Indoeuropäer ihr genetisches Material nicht nur bei den Spaniern und Portugiesen hinterlassen haben. Die DNA der Basken hat genau die gleiche Veränderung erfahren. Sie behielten jedoch ihre kulturelle und sprachliche Isolierung bei. Nun kommen wir zur genetischen Verwandtschaft der Spanier mit anderen Völkern. Das sind väterlicherseits die Katalanen mit einer genetischen Übereinstimmung zu 94%, Galizier über 85%, Franzosen rund 85%, Portugiesen 84%, Basken 81%. Die Völker, mit denen die Spanier mütterlicherseits am meisten verwandt sind, sind die Franzosen mit über 92%, Portugiesen mit über 91%, die Basken mit über 89%, Katalanen mit 82% und die Galizier mit über 79%. Was das Aussehen der Spanier betrifft, gehören die meisten von ihnen, ohne die Migranten des 20. Jahrhunderts zu berücksichtigen, nach Meinung des Anthropologen Nikolai Cheboksarov zum indomediterranen Typ. Von den anderen Typen, in absteigender Reihenfolge, sind der balkanisch-kaukasische Typ im Baskenland und an der Südküste, der mitteleuropäische Typ in den Bergen im Norden und der atlantisch-baltische Typ in Galizien und im Nordosten am häufigsten. In Extremadura und Andalusien ist ein Einfluss des äquatorialen Typs festzustellen. Der Name Guanchen, eigentlich Guanchine, hat seinen Ursprung in der Sprache der Berber, einem Volk aus Nordafrika. Und hier heißt Guan so viel wie Mensch und Chine Teneriffa. Und so erklärt sich, dass die Guanchen streng genommen die Ureinwohner Teneriffas sind. Auch wenn man heute häufig so die Ureinwohner aller Kanarischen Inseln nennt. Nach Rosa Fregel von der Universidad de la Laguna kamen sie aus Nordafrika. Sie verließen ihre Heimat, weil sich die Sahara-Wüste ausbreitete
und Weideland verloren ging, aber auch aufgrund des Vordringens der Phönizier und Römer. Die Berber sollen ab 500 v. Chr. Auf einfachen Schilfbooten 100 Kilometer bis zur nächstgelegenen kanarischen Insel Fuerteventura überwunden haben. Bekräftigt wird diese Theorie durch Funde, die verwandte Begriffe in den nordafrikanischen Sprachen belegen. Ein Berberstamm nennt sich Gomera, ähnlich wie La Gomera, eine der kanarischen Inseln. Und der Name Agulo, des Dorfes auf La Gomera, scheint verwandt mit Aguglu, einem Dorf in Marokko. Und auch der Begriff für Himmel, Tigotan, ist bei Berbern und Guanchen gleich. Aus dem Erbgut der heutigen Guanchen lassen sich allerdings keine sicheren Schlüsse auf ihre Herkunft ziehen. Zu stark ist der genetische Einfluss der Europäer, die seit der spanischen Eroberung zwischen 1403 und 1496 auf die Inseln kamen. Die väterliche Haplogruppe R1b wurde bei Guanchen nur zu 10% nachgelesen. Die mütterlichen Haplogruppen H1cf, H1e1a9, H2, H3 und H4a1e, die bei den vom 6. bis zum 14. Jahrhundert lebenden Guanchen festgestellt wurden, weisen aber tatsächlich auf die Verwandtschaft mit Berbern hin. Nach Reiseberichten war Teneriffa im 15. Jahrhundert von hellhäutigen Eingeborenen bewohnt, mit grauen und blauen Augen und braunem oder rötlichen Haar. Ihre Körpergröße lag angeblich bei 1,80 Meter bis 2 Meter. Der Seefahrer Jean de Betancourt beschrieb im 15. Jahrhundert die Sprache der Guanchen. Sie konnten sich über eine Entfernung von bis zu 15 Kilometern unterhalten, ohne einen Laut von sich zu geben, nur die Lippen bewegend oder auch pfeifend. Auf einer der Inseln gibt es auch immer noch eine pfeifende Sprache, Silbo Gomero. Die Iberer waren vorindoeuropäische Bewohner des Ostens und Südens der Iberischen Halbinsel. Sie kamen möglicherweise aus Nordafrika oder dem östlichen Mittelmeerraum. Die jüdische Organisation Britam glaubt sogar beweisen zu können, dass der Begriff Iberer auf Hebräer zurückgeht, was auf eine genetische Abkunft des Volkes von den verlorenen Stämmen Israels schließen ließe. Die Griechen titulierten auch einen anderen Volksstamm als Iberer, nämlich die kaukasischen Iberer. Der Grund für diese Namensgleichheit ist unbekannt. Jedenfalls weist die Genetik der heutigen Georgier auf die fehlende enge genetische Verbindung mit Spaniern. Bei ihnen überwiegen die Haplogruppen G2a mit über 30% und J2 mit über 31%. Die bei Spaniern dominierende Haplogruppe R1b ist relativ selten, nur 9%. Von den mütterlichen Haplogruppen sind bei den Georgiern U, HV und K am häufigsten anzutreffen, auch eine Abweichung von der spanischen DNA. Was weiß man über die spanischen Iberer? Es war ein seltsames Volk, zumindest wenn das stimmt, was der Historiker Diodor über sie schrieb. Unmengen von Fleisch sollen sie gegessen haben. Wein tranken sie in Massen, vermischt mit Honig. Und wenn es ums Kämpfen ging, machte ihnen niemand etwas vor. Die Mutigen seien nackt in die Schlacht gezogen. Zu den Merkwürdigkeiten, die Diodor berichtete, gehört ihr Umgang mit den Feinden. Den gefallenen Gegnern, schrieb er, schlagen sie die Köpfe ab und hängen sie um den Hals ihrer Pferde. Eine reichlich makabre Sitte, aber es ging sogar noch schlimmer. Denn es sei üblich, die abgeschlagenen Schädel zusammen mit den blutigen Waffen als Trophäen aufzuhängen. Bei Ausgrabungen wurden menschliche Schädel gefunden, die von Nägeln durchbohrt und beim Eingang von Wohnhäusern befestigt waren. Als Abschreckung oder zur Abwehr böser Geister, wer weiß. Die Schädel edler Feinde, schrieb Diodor weiter, hätten die Iberer in Zedernöl eingelegt und in Kisten verpackt. Ja, harte Burschen also, so wie sie in den Asterix-Heftern geschildert werden. Wer waren diese Iberer? Keineswegs ein einheitliches Volk. Vielmehr ein Konglomerat aus verschiedenen ethnischen Gruppen, die sich seit dem 6. Jahrhundert vor Christus aus den vorwiegend südspanischen Kerngebieten nach Nordosten bis in das heutige Südfrankreich hin ausbreiteten. Sie hatten überregionale Verwaltungs- und Wirtschaftszentren, von denen aus weitreichende Handelsbeziehungen bis nach Griechenland und in die Levante gepflegt wurden. Neben der Landwirtschaft scheint der Bergbau in der Wirtschaft der Iberer eine große Rolle gespielt zu haben. Schon Diodor schwärmte von reichen Gold- und Silbervorkommen.
Lange war ihr Siedlungsgebiet das Ziel fremder Mächte. Die in Levante beheimateten Phönizier gründeten im 8. Jahrhundert vor Christus an der Stelle der heutigen Stadt Cadiz einen Handelsstützpunkt und seit dem Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus setzten sich die Griechen in Katalonien fest. Nach ihnen siedelten die Ligurer vor allen Dingen nördlich der Pyrenäen, aber auch im Osten der Iberischen Halbinsel. Im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus wanderten Kelten nach Westen und verdrängten die Ligurer. Die Kultur der Kelten herrschte im Norden und Westen der Halbinsel vor, während die Iberer den Süden hielten. Die Iberer vermischten sich mit der Zeit mit den Kelten zu den Keltiberern. Aus dieser Zeit stammen die Stammesanteilungen in Keltiberer, Lusitania im heutigen Portugal, Astura und Cantabra in Nordwestspanien sowie die Tote Dana bei Tartessos. Zur Zeit der Punischen Kriege gerieten sie ins Blickfeld der Geschichte. So kamen sie für kurze Zeit unter die Herrschaft der Karthager. Beide Volksgruppen stellten auch Truppen für Hannibals Heer. Anschließend wurden sie vom Römischen Reich militärisch bedrängt und besetzt. Nach dem Untergang des Römischen Reiches endete die Epoche der Iberer endgültig mit dem Einfall der germanischen Stämme von Sueben und Vandalen und der iranischsprachigen Alanen im Jahre 409. Das führte zur Gründung des Suebenkönigreichs in Galicia im Nordosten des Vandalenkönigreichs Vandalusien, heute Andalusien. Wie kam es dazu? Als das Römische Reich unterging, fielen germanische Stämme in das ehemalige Reich ein. Einige waren Föderazi, Stämme, die zum Dienst in römischen Armeen rekrutiert wurden und als Bezahlung Land erhielten. Während andere, wie die Vandalen, die schwächelnde Verteidigung des Reiches ausnutzten, um nach Plünderungen zu suchen. Die Westgoten gründeten ihrerseits das Königreich Toulouse im Süden des heutigen Frankreichs und weiteten nach und nach ihren Einfluss auf die Halbinsel aus. Nach einem römischen Feldzug, in dessen Verlauf auch westgotische Heere eingesetzt worden waren, brachen die politischen Gebilde in Spanien zusammen. Die Vandalen und Alanen setzten 429 nach Afrika über, wo sie ihr eigenes Königreich gründeten. Das spanische Westgotenreich entstand um 500 und wurde 711 von den Mauren vernichtet. Die Oberschicht zog sich zusammen mit Vasallen und Anhang ins Bergland zurück, wo sie den Abwehrkampf aufnahm und zur Reconquista, also der Wiedereroberung, ansetzte. Die Spuren der Westgoten sind noch immer bei den spanischen Namen hörbar. Rodrigo von Roderich, Ricardo von Recaret, Alfonso Adolfo von Adalwulf, Enrique von Heimrich, Ramiro, Elvira von Atalwer und viele andere. Auch viele Wörter des Spanischen wie Guerra, der Krieg, und Guardia, Wache, von Wehr, Yelmo von Helm, Bandera von Banner, Botin von Beute. Und alle Nachnamen, die auf EZ enden, haben ebenfalls einen gotischen Ursprung, denn diese Nachsilbe bedeutet Sohn von. Das von Mauren eroberte Territorium wurde unter dem Namen Al-Andalus ein wohlhabendes, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Der Begriff Maure geht übrigens auf das griechische Wort Mauros, dunkel, zurück. Ursprünglich wurde er verwendet, um die Völker der römischen Provinz Mauretanien in Nordafrika zu bezeichnen. Seit der Renaissance wurde der Begriff Moor für Menschen mit dunkler Hautfarbe verwendet. Die Reconquista lief erfolgreich ab. 1232 wurde das mächtige Emirat von Córdoba erobert, 1241 geschah dasselbe mit Murcia und 1248 mit Sevilla. Zuletzt kapitulierte das Emirat Granada 1492. Den unterworfenen Mauren wurde Glaubensfreiheit zugesichert. Aber der Geist der Toleranz konnte sich nicht lange halten. Noch im gleichen Jahr unterschrieben die katholischen Könige das Dekret, nach dem alle Juden das Land verlassen mussten, wenn sie nicht zum Christentum konvertierten. Juden ließen sich hier nämlich nach der römischen Eroberung von Judäa und der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im 1. Jahrhundert nieder. Bis zu 50.000 Sepharden gingen weg. 1502 wurden auch die Mauren vor die Wahl gestellt, Taufe oder Emigration. Das Gros wählte die Konversion. Später, in den Jahren zwischen 1609 und 1611, wurden jedoch auch die getauften Mauren, über 275.000, aus Spanien ausgewiesen. Aber vorher fand die Reconquista ihre Sonnenseite im Westen.
Die Königin versorgte Kolumbus mit Geld und der Ausstattung für seine Seefahrt. Denn wenn der Mann recht hätte, so ihre Überlegung, dann böte sich eine Chance, dem großen Konkurrenten Portugal nebst seinen Eroberungen in Afrika und Asien etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen. Zur gleichen Zeit kam es auch zur Konsolidierung der Sprache. Kastilisch, das heute als Spanisch betitelt wird, das zum romanischen Zweig der indoeuropäischen Sprachfamilie gehört und mit dem Aragonesischen, dem Asturleonesischen, dem Galizischen und dem Portugiesischen die engere Einheit des Ibero-Romanischen bildet, wurde zur Amtssprache. Die Konsolidierung der Nation ist dagegen noch immer nicht abgeschlossen. Das Verhältnis zwischen dem Zentrum und den Regionen ist konfliktbeladen. Und dies hat auch mit einem in der Verfassung angelegten Spannungsverhältnis zu tun. Der Artikel 2 sieht sowohl die unauflösliche Einheit der Nation als auch das Recht auf Autonomie der Nationalitäten vor, ohne diese Begriffe genau zu definieren. Dass sich viele Katalanen und Basken ihrer eigenen Nation und nicht der Nationalität zugehörig fühlen, lässt diesen Konflikt weiter bestehen.